alle wissen, dass es eine ganz intensive Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland gibt. Ein enormes Handelsvolumen, viele Investitionen auf beiden Seiten. Aber es hat sich dann doch gezeigt, dass es nochmal eine spezielle Plattform braucht. Auf dieser Plattform, Deutsch-Türkisches Business Council, sollen halt Wege verkürzt werden, um schneller zum Ziel zu kommen. Es soll eine Austauschsituation geschaffen werden und es soll ausgelotet werden, wo man noch besser kooperieren und zusammenarbeiten kann, vor allem im Bereich von Forschung und Entwicklung. Es sind schon sehr spezielle Formen unserer Kooperation durch die vielen Türken, die nach Deutschland eingewandert sind. Inzwischen wandern auch Deutsche in die Türkei aus, im Rentenalter oder als Investoren. Also es gibt einen so engen Austausch zwischen den Menschen, dass wir über diese Plattform die Menschen stärker zusammenbringen wollen. Beispielsweise türkische Unternehmen mit türkischstämmigen Deutschen, die in Deutschland sind, integriert sind, aber für türkische Unternehmen besonders interessant sind. Menschen zusammenzubringen, das ist ein wichtiges Ziel dieses Forums. Deutschland ist ja mit Abstand die größte Volkswirtschaft in Europa, aber die Türkei hat sich zu einer ganz großen Drehscheibe in der Welt mit Brücken in viele Teile der Welt entwickelt. Und wenn da deutsche Unternehmen und türkische Unternehmen mehr im Austausch stehen und miteinander Planung machen, dann kann das für beide ganz große Win-Win-Situationen erbringen. Meine Favoriten sind tatsächlich Spanien und Deutschland. Deutschland hat als Kapitän İlkay Gündoğan, einen türkischstämmigen Deutschen. Das ist ein besonderes Zeichen für unsere Freundschaft. Ich selber würde mich aber auch freuen über ein Finale Türkei-Deutschland. Das wäre natürlich für die vielen Türken in Deutschland ein grandioses Fest.